Unsere Hilfe kommt von dem Herrn, der Himmel und Erde gemacht hat. Amen. Die Losung für den heutigen Tag, da bin ich nicht ganz zufrieden. Psalm 5, Vers 13, der Herr, du Herr, segnest die Gerechten, du deckest sie mit Gnade wie mit einem Schilde. Die neutestamentliche Losung oder Lehrtext, wie immer, ist im Hebräer 4, Vers 16. Allerdings möchte ich da die Vorverse mitnehmen. Weil wir denn einen großen Hohepriester haben, Jesus, den Sohn Gottes, der die Himmel durchschritten hat, so lasst uns festhalten an dem Bekenntnis. Denn wir haben nicht einen Hohepriester, der nicht mitleiden mit unserer Schwachheit, sondern der versucht worden ist in allem wie wir, doch ohne Sünde. Darum lasst uns freimütig hinzutreten zu dem Thron der Gnade, auf dass wir Barmherzigkeit empfangen und Gnade finden zur rechtzeitigen Hilfe. Darum, wegen dem hohen Priester, lasst uns freimütig hinzutreten. Das wollen wir heute Morgen tun. Wir sind hier zusammen in Jesu Namen, um dich zu loben, o Herr. Halleluja! Danke, Herr, für diesen Morgen. Danke, für, dass du uns rufst, dass wir Zeit haben dürfen für dich, dass wir heute Morgen hier sind, dass das vollbrachte Werk die Grundlage ist, auf der wir stehen dürfen, auf dem du uns gestellt hast und auf dem wir auch hoffen dürfen, dass du uns heute Morgen versorgst mit dem täglichen Wort, mit dem Brot, das uns speist, mit der Kraft, die wir brauchen für unsere Arbeit und für deinen Heiligen Geist auf Grundlage deiner Verheißung und deines vollbrachten Werkes, das uns selbst auch ganz anders und neu auf dieser Erde wandeln lässt. Amen. Ja, ihr merkt schon, ich bin inspiriert von unserem Bibeltext, den wir heute, die Bibellese, die wir uns heute vornehmen dürfen. Und da befinden wir uns in der Apostelgeschichte, Kapitel 4, Vers 23. Ja, Apostelgeschichte 4, Vers 23. Jetzt haben wir natürlich vorher die letzten Tage keine Andachtszeit gehabt zusammen. Ihr habt das natürlich alle alleine vorher gelesen, mehr oder weniger. Deswegen fange ich mal kurz an. Petrus und Johannes gehen zur gewohnten Zeit, wie es in der Schrift heißt, in den Tempel, schreiben die hier. Gut. Und es wurde ein Mann herbeigetragen, ich kenne das alle, aber ich sage es trotzdem. Es wurde ein Mann herbeigetragen, der von Mutterleibe an gelähmt ist. Nun kommen Petrus und Johannes da vorbei und Petrus sieht ihn und sagt, Silber und Gold habe ich nicht, aber was ich habe, das gebe ich dir. Im Namen, das finde ich sehr wichtig, im Namen von Jesus von Nazareth, der der Christus ist, steh auf und geh umher. Finde ich sehr schön, Petrus weiß, was er hat und er weiß auch, was er nicht hat. Silber und Gold habe ich nicht, aber was ich habe, das gebe ich dir. Er weiß, was er hat. Ja? Ich weiß nicht, ob ihr euch vorstellt, ich weiß nicht, heute Morgen war ich jetzt da vorne zwar an der Türe, aber ich habe jetzt gerade keinen von euch geheilt. Aber so ungefähr müsst ihr euch das vorstellen. Das sind ganz normale Christen. Wir müssen nicht denken, das sind ja schon so. Ne? Ich meine, die haben etwas erlebt, wo Manfred Siebald sagt in einem seiner Lieder, vielleicht hätte ich mehr Glauben gehabt, wenn ich damals gelebt hätte und selber gesehen hätte, wie dieser Jesus gekreuzigt, gestorben und auferstanden ist. Aber ich glaube, er kommt in seinem Lied zu dem Resümee, dann hättest du auch nicht mehr Glauben gehabt. Ja, Johannes und Petrus haben das erlebt, auch im Sichtbaren. Auch das Sichtbare ist wichtig. Gut. Das ist so die Vorgeschichte.
sag ich jetzt mal spontan. Und ach nein, und dann werden sie angesprochen von den Obersten und die Tempelwache ist auch gerade in der Nähe. In welchem Namen tut ihr dies? Und man muss sich vorstellen, Jesus ungefähr 2 oder 3 Monate, 2 Monate knapp, vor 2 Monaten in den Himmel gefahren. Das heißt, diese Leute, die da das, die beiden fragen, sind dieselben, die Jesus gekreuzigt haben. Das heißt, du stehst gerade in derselben Polizei und Obrigkeit, unter der Jesus stand. Und jetzt wirst du gefragt, in welchem Namen tust du das? Also so in dem Sinne von, du entscheidest jetzt mit deiner Antwort, ob du dich damit gemein machst mit diesem Jesus von Nazareth, den die gekreuzigt haben. Genau das sagen die beiden auch. Wir tun das im Namen des Messias Jesus, des Nazareners, den ihr gekreuzigt habt. Ich meine, wenn die Polizei mich anhält, halte ich mich sehr bedeckt und ich weiß, kurze Rede ist schnellere Abfahrt nachher wieder. Also nicht lang rum erklären, hör auf den Typen, der hat die obrige Gewalt. Und wenn der jetzt sagt, ich war zu schnell, dann sage ich überhaupt nicht und so, sondern halte ich mich lieber ein bisschen bedeckt. Ne? Jedes Wort kann nur gegen mich ausgelegt werden. Ich weiß, dass ich nämlich immer 53,5 km/h immer fahre. Und insofern ist zu schnell. Das ist natürlich ein Rückwort an die Hohenpriester und Ältesten und an gut, der Wachmann, der römische Wachmann, der dabei ist, der ist natürlich jetzt einfach nur die Ordnungspolizei für diesen Bereich. Aber tatsächlich, und weil es Abend war und sie sich angegriffen fühlten und weil jetzt da Ruhe im Karton sein muss, das ist schon ein bisschen was los, wenn da vorne an der Kirchentüre von Kreling einer geheilt wird. Da werden die Massen doch wieder ein bisschen aufgeregt. Ja? Also werden sie ins Gefängnis gesetzt, gerade Abend kommen, eine Nacht. Ne? Das ist so, wie wenn du, oh nein, nicht wenn du, nein, wenn ich über die Straße torkel, dann greift die Polizei mich auf und sagt, du könntest eine Gefahr für dich selbst sein. Kann sie jemand abholen? Ich kann mich aber nicht mehr artikulieren. Ich habe 2,5 Gläser Wein schon getrunken. Und dann sagen die, den müssen wir jetzt besser zum Schutz für sich selber und auch vor anderen eine Nacht festsetzen. Das kann man heute auch noch machen. Da brauchst du keine richterliche Verfügung. Da wirst du eine Nacht auf die Seite genommen, bis am nächsten Tag dich wieder ein bisschen erholt hast, ein bisschen akklimatisiert hast und keine Gefahr für dich selber stellst. Dann kannst du nach Hause gehen. Also es gibt es heute noch in der Rechtsprechung. Ja? Und so werden die dann auch festgesetzt und am nächsten Morgen entlassen und ihnen wird dann gesagt, und jetzt haltet die Klappe, Freunde. Ne? Denn die sind schon ins Herz getroffen. Das sind dieselben, die Christus gekreuzigt haben, also die die Verantwortlichkeit der Äußerlichkeit der Kreuzigung Jesu verantworten. Und die sind natürlich auch getroffen, weil die reden von einem Gesalbten, von einem Messias. Also, ja, und dann sagen die natürlich, das kennen wir alle, entscheidet ihr doch, ist es recht, euch oder Gott, wem sollen wir gehorchen? Also so in dem Sinne von, ich denke, wir werden Gott gehorchen, das wird nichts werden. Aber vergiss nicht, in deinem Gegenüber sind die, die Christus gekreuzigt haben. Du redest hier mit einer potenziellen Lebensgefahr. Das ist jetzt nicht so entspannt, wie wir das jetzt gerade in Krieningen haben. Ja, und man könnte noch viel sagen zur Vorgeschichte, aber ich muss ja zum Text kommen, ne? Sonst wird der Mann ja nicht fertig. 4,23, weil darum geht es ja auch heute. Ich finde es nur nicht. Was ist das denn? Ach, da. Und als man sie hatte gehen lassen, danach hat man sie dann gehen lassen, kamen sie zu den Iren und berichteten, was die Hohepriester und Ältesten zu ihnen gesagt hatten. Als sie das hörten, erhoben sie ihre Stimme einmütig zu Gott und sprachen: Herr, du hast Himmel und Erde und das Meer und alles, was darin ist, gemacht. Du hast durch den Heiligen Geist, durch den Mund unseres Vaters David, deines Knechtes, gesagt, jetzt kommt das Zitat aus Psalm 2, warum toben die Heiden und die Völker nehmen sich vor, was umsonst ist? Die Könige der Erde treten zusammen und die Fürsten versammeln sich wieder den Herrn und seinen Christus. Beten Sie weiter.
wahrhaftig, sie haben sich versammelt in dieser Stadt gegen deinen heiligen Knecht Jesus, den du gesalbt hast, Herodes und Pontius Pilatus, mit den Heiden und den Stämmen Israels. Die haben sich alle versammelt gegen den Knecht Jesu, zu tun, was deine Hand und dein Ratschluss zuvor bestimmt hatten. Also sie taten, was Gottes Ratschluss vorher bestimmt hatte. Also Jesu Kreuzigung lief nicht an Gott vorbei, so hoppala, jetzt habe ich nicht aufgepasst. Nee, nee, das hat Gott schon alles im Blick. Übrigens, dieser Satz hier mit dem Ratschluss, der kommt auch nochmal in der Rede von Petrus, als er das erste Mal predigt von einer großen Menge und sich 5000 bekehren. Auch dort lässt Lukas schreiben, was Gottes Hand und sein Ratschluss vorher bestimmt hatten. Lässt er in die Rede von Petrus schreiben, als er über Joel erklärt, was es mit diesem Messias auf sich hat. Ich habe manchmal das Gefühl, vor allem wenn ich dann so Prozesstheologie und andere Dinge immer höre in irgendwelchen Podcasts, dass man Gott immer so auf einen irdischen Level runterbrechen will, weil man einfach nicht versteht, wie er allmächtig sein kann, den ganzen Ratschluss bei ihm liegt und dann Menschen Angst davor haben, ja, aber wie sieht es denn dann noch aus mit meiner Entwicklung? Habe ich jetzt überhaupt keine Entscheidungsgewalt? Ich glaube, wir sollten weniger darüber nachdenken, wie groß Gott ist und uns mehr selber in die Hände Gottes einfach begeben. Dann würdest du die Wahrheit auch erkennen. Und dann müsste man nicht neue Konstruktmodelle bauen, denn Gott kann man nicht in ein Konstrukt fassen. Und nun, Herr, sieh an ihr Drohen und gib deinen Knechten mit allem Freimut zu reden dein Wort. Strecke deine Hand aus, dass Heilungen und Zeichen und Wunder geschehen durch den Namen deines heiligen Knechtes Jesus. Und als sie gebetet hatten, erbebte die Städte, wo sie versammelt waren, und sie wurden alle vom Heiligen Geist erfüllt und redeten das Wort Gottes mit Freimut. Eigentlich wollte ich die Überschrift heute setzen mit dem Wort Freimut. Was allerdings bemerkenswert ist, sie beten um Freimut. Ich frage mich natürlich, gerade es sind ja Johannes und Petrus, die dann ein Stück weit zuvorderst stehen und ja auch berichten gerade von ihrer Tat. Ich frage mich nur, jetzt beten die um Freimut, aber wenn du gesehen hast, wie Petrus vorher, zwei Kapitel vorher, das erste Mal predigt unter der Kraft des Heiligen Geistes, übrigens das zweite Mal schon, also zweites Pfingsten, was ist hier los? Natürlich nicht. Ja? Und wenn du siehst, mit welcher Kraft er da gepredigt hat und in welchen Zusammenhängen, gut, er war ein Jude, er kennt seine Tora und hat Joel zitiert etc., da war Freimut. Und jetzt beten die auf einmal, Herr, wir würden gerne Freimut haben, diesen gesalbten Jesus vor den anderen noch anders, noch tiefer, noch fester, noch klarer, noch mit Freimut gerne verkündigen. Da fragst du dich, was hatten die vorher? Also es ist sehr interessant, in welcher Abhängigkeit sie sich sehen zu diesem Messias. Ich mache das nicht, weil ich die Predigtkunst habe, sondern wir machen das, weil wir diesen Messias verherrlichen wollen. Das ist ein Riesenunterschied. Ja, es gibt ganz tolle Prediger, da ist man dann hin und weg. Aber ich mag eigentlich lieber auch die, die da an der Kanzel zittern, wenn ich an Dieter Böhm denke. Der zittert natürlich auch aus einem anderen Grund, wir werden alle älter, aber da sehe ich das Herz pochen. Wenn mir auch nicht alles gefällt, was er predigt, aber ich sehe sein Herz pochen für den Messias. Und ich glaube, dass das der rote Faden hier auch ist in der ganzen Geschichte. Es geht nicht um die Heilung, sondern die Heilung dokumentiert den Messias. Es ist das Zeichen bei den Juden, hier ist etwas Messiasartiges geschehen. Ja? Also wir brauchen keine Heilungsgottesdienste, denn die bringen nichts. Wir brauchen Messiasgottesdienste, die dann auch Heilung bringen. Lasst uns überlegen, wie unsere Prioritäten gesetzt sind. Amen. Wir danken dir für dein Wort und dass du selber uns ins Herz gesprochen hast. Amen. Jesus Christus herrscht als König, alles wird ihm untertänig. Ja, die Gebetsgemeinschaft an dieser Stelle, die kennt ihr schon. Wir danken dir, dass du uns beschenkt hast, dass wir unser Wort an dich richten dürfen, Jesus. Amen. Ich möchte dich bitten, dass
wir unterscheiden, dass ich unterscheiden kann, wo Leute sich an mir ärgern und wo sie sich an dem Messias ärgern. Gib mir, dass sie sich an dir ärgern bei mir und dass ich nicht zum Ärgernis werde. Amen. Danke, Herr, für die lieblichen Mitarbeiter, die sich so wunderbar um die Kinder kümmern hier bei uns. Und ich frage dich um deinen Segen für die Kinder und für die Mitarbeiter. Amen. Herr Jesus, ich habe Netzwerk M eben schon ein bisschen angesprochen und habe Dank, dass du uns aufmerksam machst auf die Geschwister dort und auf die große Arbeit. Und wir wollen uns eins machen mit dir und deinen Segen für sie erfragen. Segne du, Herr. Amen. Und uns selber, Herr, beschäftigt so viel. Und du lehrst uns, wie wir warten geduldig auf dein Handeln. Gib uns da Hilfe zu, Herr. Und Hoffnung, dass du eingreifen wirst. Und somit deine Herrlichkeit umso größer, umso wirklicher ist. Herr, schenke uns ein Wort für unseren Arbeitsalltag, für die Verantwortung, die wir tragen, für die Sorgen, die wir vielleicht nicht loswerden. Gib uns einen kleinen Einblick hinein in der Art, wie du für uns besorgt bist, damit wir sorgenfrei sind. Und wir beten gemeinsam. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auch auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Einen Freund, den habe ich letzte Woche besucht. Nicht letzte Woche, letzten Monat, irgendwann, weiß ich nicht, in Nordrhein-Westfalen. Der hatte Geburtstag. Seine Kinder, ein Zwilling, zwei Mädchen, haben zum selben Tag wie ihr Vater Geburtstag, wurde eingeladen. Ich habe vor 25 Jahren diese Kinder auch ins Bett gebracht. Wir kennen uns seit Kindheitstagen, seit ich 4, 5, 6, 7 Jahre alt war, mein Freund und ich. Ich bin auch Trauzeuge. Und ich habe sie ins Bett gebracht. Und mein Freund hat nicht gesagt, dass ich zu der Geburtstagsparty komme, als Überraschung auch für seine Zwillinge, Töchter. Die wurden 30. Und ich habe die vor 25 Jahren ins Bett gebracht und habe natürlich die Gitarre dazu benutzt. Diese Leute sind nicht gläubig im Sinne, was wir gläubig nennen, aber Menschen haben auch ein Stück weit trotzdem ihre eigene Gläubigkeit. Und ich komme zu dieser Party, Sportheim gemietet, ich komme da rein und eine von den Zwillingen sieht mich und kommt auf mich zu mit 1, 2, der Herr ist treu, 3, 4 und so weiter. Ihr kennt das Lied alle? Ja. Ja. Die Leute sind nicht gläubig und dieses Kind weiß, was ich vor 25 Jahren gesungen habe, als ich sie ins Bett gebracht habe. Dank sei dem Herrn. Lass uns aufstehen zum Segen. 1, 2, der Herr ist treu. 3, 4, er ist bei mir. 5, 6, 7, ich will ihn lieben. 8, 9, 10 und immer mit ihm gehen. Der Herr segne und behüte dich. Der Herr lasse sein Angesicht leuchten über dir und sei dir gnädig. Des Herrn Angesicht leuchte auf deinem Gesicht und er schenke dir seinen Frieden. Amen. Gesegneten Tag.